Hier? Hier? Ah, nee, da will ich noch so. So, warte mal. So, warte, hier. Hier, dann machen wir hier nochmal ein bisschen weg. Hier noch ein bisschen weg. So, da, da, da. Da. Muss ich hier natürlich Wasser hersetzen. Da unendlich Wasser draus. Nein! Nicht da. Um da unendlich Wasser draus zu machen. So, so. Dann nochmal her. So. So. Fließt da ein bisschen Wasser rein in die Höhle. Ich glaube, das ist auch, schaut auch ganz cool aus. Ein bisschen Wasser reinfließt. Das machen wir da vielleicht noch. Ja, so. Und noch eins mehr. So. Ja. Oder? Es hat doch was. Es hat doch was. Ja, so würde ich das fast ein bisschen lassen. Jetzt mache halt noch das Terraforming hier zu Ende. Damit es auch ausschaut, als ob das nicht abgeschnitten ist. Ich mache kein Terraforming zu Ende. Ich lade jetzt erstmal was auf. Oder guckst du mal oben vorbei. Achso, ja gut, ich wollte gerade zur Fabrik fliegen, weil die näher dran gewesen wäre mittlerweile. Ich muss sagen, der See gefällt mir jetzt. Der gefällt mir jetzt ein bisschen größer. Gut, im Vergleich zum Brunnen ist er immer noch winzig. Aber, wo klatschten du die Laser hin? An die Wand. Die müssen doch oben drüber, als Decke. Nee. Doch. In anderen Modpacks funktioniert das so auch. Gucke, ich zeig's dir, pass auf. Nein, pass auf. Ich baue jetzt die Energiezelle ab. Das funktioniert auch so, pass auf. Gucke, der Laser gibt ab. Okay. Und jetzt hat die andere Frage. Bist du dir sicher, dass du das richtig eingestellt hast? Ja, gucke. Laser, ich baue ihn ab. Hier, Orange Output. Bau mal alle Laser bitte ab. Und wieso hast du so viele Zellen daher? Da hast du ja, ja, eine Zelle. Eine, nicht hunderte davor. Du hast 60 Stück, also. Ja, aber ich glaube, vielleicht geht's deswegen nicht. Dass ich das Kabel verbinden soll und nicht die Zelle, dass es nicht geht. Das ist zum Beispiel ja dann unlogisch, weil es ja auch eigentlich nur ein Kabel wirkt, nur mit Zwischenspeicher. Na, so, warte mal. Mach doch einfach mal. Ja, ich mache es ja, ich bin ja dabei. Mach nur die Kabel. Ah, ich könnte meine Schuhe auch aufladen. Aber ich muss sagen, unsere EU-Energie ist sehr, sehr ausreichend für uns momentan. Und jetzt hat einfach hier, ich stelle sie... Hier habe ich schon eine Lücke gerissen. Ja, ich platziere sie hin. Aber könntest du vielleicht, wenn es geht... Was machst denn du? Einstellen. Warte mal. Ja, mache ich doch gerade. So. Oh, scheiße. Maximal Input 80 RF, Output 50 RF. So, dann lädt sich das Ding auf. Könntest du aber vielleicht die Steine, die Blöcke hier hinten, das ganze Holzgedöns dann wieder abreißen? Das alles wollte ich wegräumen, wenn es funktioniert und ich Gewissheit habe. Ja, dann hau mal bitte hin. Jo. Deine Laser. Eingestellt habe ich's. Oh mein Gott, es funktioniert! Hatte ich doch recht! Ja, komm, aber so eine so eine Energiezelle ist einfach genau dasselbe. Ja, vom... Wie ein Kabel, nur dass sie halt einen Zwischenspeicher hat. Ja, eigentlich schon, aber irgendwie... Ja, auch nicht. Irgendwie hast ja recht, irgendwie aber auch nicht. Ja, und du hattest auch recht. Lass es gut sein, kleiner Zombie. Dich zur Hälfte. Hä? Was bist du für ein komischer Zombie? Kommst her, haust mich einmal und rennst wieder weg? Hat mich gesehen. Ja, dann würde ich auch wegrennen, wenn ich dich sehen würde.
So. Ich finde, es schaut gut aus. Hier hinten ist ja eine Höhle. Ich habe die ein bisschen mit eingebunden. Wir sollten da vielleicht einen Zwischenschalter oder so einbauen. Lass doch laufen, der Reaktor packt es schon. Naja, 9 mal 10 Millionen. MJ, oh, ja. Ja, aber wenn die vollgeladen sind, du schiebst nur 50 RF pro Tick nach. Scheiß drauf. 50 RF pro Tick sind nichts. Ein Pups für einen Generator. Genau. Wir meinen ja. Ja, für den hier auch, Chris. Diamanten. Jetzt halt hier Reaktor oder Milch knapp 500 RF pro Tick. 500 RF pro Tick? Ja. Es ist nochmal 500 RF pro Tick. Ja. Weil das ist nichts. Du meinst. Der jetzt? Unser jetziger? Weiß ich nicht, der stellt bei ca. 60 Kilo RF ab. Bei 60 Kilo RF pro Tick stellt er ab. Dann ist nicht die Batterie wieder voll. Ja, das sind 500 Kilo RF, was der mich dann meine. Weiß ich nicht, unterer lief auch noch nie durch. Ich hab einmal Hochzielers. Ja. Das Maximum. Da weiß ich nicht mehr. Das haben wir auch mal, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr, was der gebracht hatte. Der hat 80 und 90 gebraucht. Ja, aber du brauchst halt auch nicht so einen großen. Das ist das andere, du brauchst es halt auch nicht. Eigentlich. Außer man heißt Chris. Du übertreibst gern ein bisschen mit deinen Bauten. Richtig so. Schön groß und protzig, dann haben wir genug Platz, um vernünftig zu bauen. Ey, ich weiß, was für Idee ich hab. Ne, ich meine, der Reaktor hier schält alle paar Sekunden aus wieder, weil er sagt, der läuft ja nur 3 Sekunden oder 4. Dann ist er voll, dann ist die interne Batterie schon wieder voll und schaltet aus, also. Boah, was würde passieren, wenn ich meine Erntemaschine auf ein Techbelt umstellt wird? Ja, was sollte passieren? Techbelt würde sogar eher ein bisschen stabiler laufen, weil Techbelt noch einen Haufen Core-Mods drin hat mit. Meine Erntemaschine. Ja. Auf Techbelt umstellen. Ja, würde ein bisschen der Techworld-Server würde stabiler laufen, weil da Haufen Commerz drin sind im Vergleich zu dem ersten Vanilla. Und der ist ja auch nicht abgeschmiert. Stimmt. Der hat's ja auch verkraftet. Ja, und ist sogar mit allen Arbeitsspeichern noch. Ja, stimmt, das war noch vor dem Umbau. Das war noch vor dem Serverumbau. Und der jetzige ist komisch abgewiesen. Die eine Maschine verkraftet der. Doch hat er nicht verkraftet. Den Turm, ja doch, den hat er auch schon verkraftet, war ja kein Thema. Er hat halt ein paar Aussetzer gehabt, ein paar Ticks übersprungen dafür, um die, damit er eben weiterhin läuft. Ticks halt übersprungen gehabt, 130 Minuten? Ja, das schon. Aber hat sich ja dann auch gegeben gehabt wieder, wie der neue RAM und alles da war. Da war ich ja auch schon vom Server selbst an Auslastungsgrenzen gegeben. Also endlich! Und jetzt darf ich nur noch Millionen Bienen sammeln. Ich schau, dass ich hier ein bisschen steiler hochgehe. Kannst du die Bienen nicht züchten irgendwie? Ja doch, das. Aber ich brauche ja erstmal ein paar Bienen, um damit zu starten mit dem Züchten. Habt ihr im ME noch Bienen? Nein. Doch. Okay, ja. So, ich schaue jetzt mal, dass ich hier ein bisschen steiler hochgehe als gerade eben. Und dann müssen wir das Haus halt noch ein bisschen optisch wieder dran anpassen, indem ich da noch Baumstämme ranknall. So. Würde ich gerne hier nochmal weg. Ein bisschen steiler hochgehen, aber auch nicht so abgeschnitten, wie es jetzt ist. So, hier. Du hast eine Biene vergessen. So. Ja, ich weiß. So viele Rocky Prince brauche ich dann auch nicht.
Du hast eine flotte Biene vergessen, habe ich gehört. Verdummt. War der wirklich so schlecht, wie er sich angefühlt hat? Ja. Ja. Gut. Wasser drin. So, warte mal, dann fliege ich da hoch und mach nochmal. Hier, da, hier und hier ein wenig rein. Und dann. Ja, okay. Kann man was mit anfangen. Kann man was mit anfangen. Hier unten muss halt überall auch noch ein bisschen. Weiß nicht, vielleicht lasse ich den Stein sogar drin. Weiß ich noch nicht. So. Hier. Ja, das können wir auch da drin lassen. Hier. Na, jetzt. Hier noch. Da mache ich mal weg. So. Da ziehe ich den Baumstamm durch. Diamant und Lasche. Okay. Schau mal, was sagst du jetzt dazu? Jetzt muss ich nur noch hier da die Baumstämme hinziehen und durchmachen überall. Und dann müsste das passen. Müssten wir das haben eigentlich. Hier noch ein Baumstamm her. Ups. Oh, sieht doch gut aus. Dann haben wir das eigentlich alles. Noch die Baumstämme halt jetzt dahin klatschen, damit es wieder optisch so passt. Das Haus und halt auch ein bisschen zu dem Stelzenprinzip, was vorne ja schon ist. Die Steine würde ich auch fast ein bisschen lassen. Nur die unten am Boden würde ich gerne noch austauschen. Dann haben wir das auch so soweit fertig. Das war jetzt das Schlimmste eigentlich. Dann müssen wir da machen, wo der alte Brunnen war. Muss ich noch mit der Erde wieder auffüllen auch. Hier in dem Eck da. Muss ich auch wieder mit Erde ein bisschen auffüllen. Ich habe gerade so viel Erde dabei. Ich habe eine Skelett-Trophäe. Wuhu. Zack, zack. Wood. Oakwood, ein Stack, der reicht vollkommen. Da jetzt noch hin. Zack, 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 zack. Hier noch ein Baumstamm, jetzt müssen wir hier noch. Zack, zack. Wieso stellst du nicht eigentlich, wieso machst du nicht einfach die Tür auf und stellst dich rein? Weil ich dann nicht dahin komme, wo ich hin will. Wo willst du hin? Die andere Frage. So, dann haben wir hier unseren Baumstamm. Du willst doch vor das Fensterbrett. Oder so. Upp. Ah, und ich habe meinen Wassereimer weg. Mist, da ist noch beim Brunnen noch ein bisschen was. Ach so, ich glaube, das war nur weil abgerissen. Dann ist da sofort und endlich Wasser draus geworden. Stirb, Tintenfisch! So, brauchst du da vorne die, Ding eigentlich noch? Die... Hm? Brauchst du hier vorne, das Stückchen Gras da noch? Vor, dem Brunnen? Na, eigentlich nicht. Okay, das können wir dann auch noch wegmachen wieder. Au. Mach den See dann aber noch ein bisschen tiefer, dass er natürlicher wirkt. Nein. So. Mhm. Nein. Okay. So, Zentrifuge, das da rein, das. Der war anfangs auch nur eins tief. Aber fürs natürliche Wirken habe ich jetzt einfach ein bisschen verschiedene Materialien eigentlich innen gelassen. Ja, und halt die verschiedenen Materialien drin gelassen. So, hier vorne brauche ich nochmal einen Wassereimer. Leider brauche ich ihn doch. Hilft nichts. Ein Bucket. Ein Waterbucket. Ein Bouquet. Die Witze werden heute immer besser. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil es schon spät ist. Ha, du Witzfigur. Pass auf, da ist.
Ja. Du darfst nicht immer deine Mutter zitieren. Du darfst nicht deine Mutter zitieren, wenn sie dich anschaut. So, so. So, so. 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 Solche Schweine. Wir haben das Rezept. Warum haben die das Rezept denn teurer gemacht? Welches? Für, gewobene Seide. Irgendwann müssen wir auch noch da hinten mal ein Häuschen hinbauen. Da, wo dieses schwarze Viereck mit dem lila etwas zu sehen ist. Da müssen wir auch mal was machen. So, wenn jetzt hier überall ein Gras drüber gewachsen ist, dann schaut das auch alles wieder ein bisschen natürlicher aus. Das Ganze, was wir heute ein bisschen terra geformt haben. So. Hey, kommt Factorio noch? Nein, Factorio, einmal ist Cem nicht da. Und Factorio hat ja ein Update, aber die Mods, die wir hatten. Du bist gerade irgendwie richtig leise. Ich bin doch gar nicht leise. Ihr habt den gleichen Pegel wie immer. Die Mods, die wir hatten, drauf wie die Underground Belts, die längeren. Und die längeren unterirdischen Rohre, unterirdische Zeug. Ist leider noch nicht geupdatet worden. Ich wollte heute Factorio aufnehmen, ja, aber es geht leider nicht. Durch die Updates funktioniert die gesamte Anlage einfach nichts mehr von uns. Und das ist dann scheiße natürlich. Also, das ist richtig kacke. Weil einfach dann nichts mehr funktioniert. Und das ist dann auch nicht schön. Ich mach mal hier zu. Mach mal hier mit zu. Müssen wir leider warten, bis die Mods mit der geupdatet werden. Hast du den Flammenwerfer mal getestet? Noch nicht, nee. Noch nicht. Bin ich noch nicht dazu gekommen. So, jetzt haben wir das Eck auch wieder aufgehübscht. Da schaut's aus. Da kann ich auch noch einen Block hinsetzen. Der kommt weg. Okay. Und der kommt auch noch weg. Und der hier. Okay. Boah, wenn die jetzt zu brennen. Ja, das werde ich mal ausprobieren, wenn die Mods geupdatet sind. Einer von den, einer ist schon abgedatet worden. Advanced Logistics selbst. Aber die anderen, Advanced Logistics Teile noch nicht. Deswegen können wir leider nicht weitermachen. Müssen wir warten, bis wir die auch mit abgedatet werden. Ich hoffe, das wird demnächst geupdatet, weil ich habe keine Factorio-Folgen mehr. Das heißt, ich müsste sogar aufnehmen. Kann man eigentlich auch mitspielen, wenn man sich Factorio kauft? Eigentlich. Wenn du so fragst, nicht. Das ist eigentlich nur so ein Projekt zwischen mir und Cem. Aber ich habe auch mit Chris schon Factorio gespielt und so. Also man höchstens für das Projekt selbst, ups, falsche Taste, für das Projekt selbst dann eher nicht. Aber so kann man schon mal spielen miteinander. Das neue Scheiße. Und meine Freundin hat natürlich die Küchenrolle weggeräumt. Ich habe gerade gekleckert. Ich hasse sie, wenn sie meine Küchenrolle wegräumt. Ich hasse dich, wenn du meine Küchenrolle wegräumst. Muss doch nicht immer da, meine Küchenrolle wegräumen. Da, wo stellst du wieder an? Das war nicht Mietz. Ja, aber trotzdem. Du hast doch immer die Küchenrolle weggeräumt. Ja, ich habe gerade mein Trinken ausgekippt. Hä? Nein. Muss ich mal schnell. Deswegen habe ich eigentlich, weil ich gern ein bisschen schusslig bin, immer eine Küchenrolle dastehen und immer jemand räumt sie weg. So. 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 Zum Glück ist es ein Glastisch. Nicht so schlimm. Da ist das nicht so. Das ist nur eine Fleischwunde.